Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Sie lauert in jedem Schatten. Du brauchst die Maske nicht. Ich weiß, du bist es. Ra's al Ghul. Du hast die Blasphemie geduldet. Diesen Frevel. Dachtest du, ich sehe das nicht? Deine Tricks werden Waffen nicht von der Abrechnung retten. Nicht jetzt! Diese Stadt steht unter meinem Schutz. Helfen. Um dich kümmere ich mich selbst.
bevor sie hier sind. Deine teure Familie. Ich schlachte sie ab. Einen nach dem anderen. Und wenn sie ihr Leben ausgehaucht haben, verbrenne ich diese Stadt zu Asche. So weit kommt es nicht. Gotham ist jetzt ihre Stadt. Hier seht, bin ich tot. Das ist ein Code Black. Die Nachricht wurde verschickt, als ich die Betthülle zerstört habe, samt allem, was sie enthalten hat. Was jetzt kommt, wird nicht einfach. Werden die Verbrecher Gothams schnell merken, dass Batman verschwunden ist. Verlasst euch nicht auf das GCPD. Sie trauen uns nicht mehr seit Jims Tod. Einsatzerlaubnis erteilt. Ich vermache euch den Glockenturm als euer Hauptquartier. Die Technik ist etwas veraltet, aber ihr findet dort Ausrüstung und meine Akten. Viele von euch kennen Bruce von Gothams Promi-Seiten. Ein hübscher, charmanter Milliardär. Das war er auch. Aber er war mehr als ein Headline. Er war mein Neffe. Er war ein Freund, ein Mentor und ein Wohltäter für alle, die heute hier versammelt sind. Und jenen, die ihn nicht so gut kannten wie wir, will ich Folgendes sagen. Bruce war Gotham. Er liebte diese Stadt mehr als alles andere. Er war ein Beschützer dieser Stadt. Im Verborgenen arbeitete er unermüdlich für Gerechtigkeit und auch Gleichheit.
Er hätte alles getan. Und jedes Projekt unterstützt, wenn es nur zum Wohl Gothams war. Und wenn wir uns daran erinnern, erinnern wir uns an Bruce, wie er wirklich war. Ich habe mich immer auf euch verlassen können. Ich weiß, ihr werdet Gotham schützen. Viel Glück. Und lebt wohl. Wie geht's Alfred? Na, was denkst du denn? Der erste Urlaub in 3 Jahren und dann stirbt Bruce, während er weg ist. Er braucht etwas Zeit. Er weiß, dass wir auch nicht da waren. Stimmt's? Und was ist mit dir? Du hast Jacob Kane die Grabrede halten lassen. Er bot's an. Er dachte, es wäre leichter für uns, wenn er es macht. Er ist Bruce' Onkel. Wahnsinnsrede. All das mit dem Beschützer, der im Verborgenen arbeitet. Wenn er nur wüsste. Catherine wäre nicht hier, wenn sie einen Verdacht hätte. Die Anti-Selbstjustiz-Polizeichefin käme ansonsten wohl kaum zu Batmans Beerdigung. Hier ist noch was, das sie nicht weiß. Batmans Mörder liegt in ihrem Leichenschauhaus. Ra's al Ghul ist nicht identifiziert und wird bald eingeäschert. Ich bin an der Uni von Gotham. Was ist über den Professor bekannt? Kirk Langstrom. Die halbfertige Datei war an Batmans Code Black angehängt. Das ist was Großes. Augen auf und bereit für alles. Schon identifiziert, war wohl Dozent hier. Kirk Langstrom. Gut. Ich melde es auf dem Weg zur Leichenhalle. Schlechte Nachricht. Langstrom ist tot. Wo finde ich sein Büro? Langstrom ist tot? Verdammt. Laut der Notizen ist sein Büro in Morton Hall, 2. Stock. Danke. Die Balkontüren sind offen. So komme ich rein. Hier ist es. Die Bullen waren nicht lange hier. Langstrom muss woanders gestorben sein.
Die Spuren sind verdächtig. Woher stammen sie? Bisher habe ich nur Sackgassen. Ich glaube, das könnte was werden. Ich breche in ein Labor ein. Das gefällt dir sicher. Einbrüche haben echt was für sich. Auch wenn du versehentlich den Alarm auslöst? Also bitte, das warst du. Ich sehe mir jetzt diese Spur genauer an. Pass auf dich auf. Du auch. Hier ist Langstrom gestorben. Dass das GCPD nicht mehr in diesem Labor herumschnüffelt. Langstrom wurde wohl an seinem Arbeitsplatz angegriffen. Er hat viel Blut verloren. Er wollte fliehen und der Angreifer hat ihn an die Wand gedrückt. Brutal. Langstrom wollte mit letzter Kraft zu diesem Schrank kriechen. Warum nicht aus dem Labor hinaus? Verdammte Scheiße, eine Geheimtür. Was haben Sie versteckt, Dr. Langstrom? Eine Telefonnummer. Nicht die Vorwahl von Gotham. Könnte nützlich sein. Falls dieser Film Langstrom so viel bedeutet, ist vielleicht das Erscheinungsdatum wichtig. Langstrom hat diese Tage speziell markiert. Die merke ich mir. So eine Mikrowelle habe ich noch nie gesehen. Die ist vielleicht nicht nur für Mitternachtssnacks da. Langstroms Tablet. Ist das eine Fernbedienung für die Tür? Das hat geklappt. Mal sehen, was der Doc hier versteckt hatte. Das ist doch was. Der Kerl hat Gott gespielt. Oder es versucht. Batmans toter Professor hat richtig dubioses Zeug erforscht. Langstroms Tisch. Was ist das? Das ist eine Festplatte. Vielleicht sind da Antworten drauf. Die kommt mit in den Glockenturm. Hey, ich bin hier fertig. Die Bullen sind schnell weg. Haben komische Spuren an der Wand verpasst. Und ein Geheimlabor. Mit einer noch geheimeren Festplatte. Ich freue mich schon drauf, die zu knacken. Bis bald. Feueralarm. Hat mich jemand entdeckt?
machen die hier? Ach, Batmans. Verschwinden. Sind die Gangs aggressiver. Nur eine Frage der Zeit, wann die Freaks auftauchen. Jemand sollte ihnen eine Lektion erteilen. Bin dran. Den Lärm kann man ja nicht mehr was in Ruhe abwackeln. Mach doch den scheiß Feueralarm aus. Ich muss diese Freaks stoppen, bevor sie alles niederbrennen. Runter mit dir. Der durchschnittliche Zündpunkt der meisten Sachen liegt zwischen 218 und... Hey, schaut mal! Ich bin der weltbeste... Ich bleib besser versteckt. Steigt dir der Rauch zu Kopf, Alter? Na, hallo? Rumpel, 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 rumpel. Jetzt brennst du grad. Niemand wird dich je wieder mähen. Licht aus. Drin sind sicher noch mehr. Das Gebäude steht in Flammen. Muss mich beeilen. Geißeln. Ich beeile mich rüber. Sanitäter nähern sich. Wie ist dein Status? War nur viel los heute. Ich komme jetzt mit Langstroms Festplatte zurück. Endlich.
Gut, du hast die Festplatte aus Langstroms Labor. Wissen wir denn schon? Sobald wir die Daten haben, entscheiden wir, was zu tun ist. Ich gehe raus. Ich sitze nicht rum und warte auf, was immer das hier ist. Wir warten auf Infos, Jason. Wenn wir sie haben, dann gehen wir. Weg da. Ich löse den Fall auf meine Art. Hört auf! Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Wie du meinst. Aber das macht es uns unnötig schwer, Kleiner. Ich schätze, während wir sowieso hier warten, können wir noch mal durchgehen, was Bruce über Langstrom wusste. Mist! Das war wohl die zweite Sicherung. Die erste ist vor Monaten durchgebrannt. Ich dachte, der Ersatz hält. Ich mach das. Nicht nötig. Ich hab's geflickt. Das sollte wohl eine Weile halten. Hatte Zweifel, ob du kommst, Alfred. Ich werde immer hier sein, wenn sie mich brauchen, Master Richard. Wenn einer von ihnen mich braucht. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch, Master Tim. Es gibt hier sehr viel zu tun. Verdammt! Überall in der Stadt gibt's Aktivitäten. Klasse. Mein Plan gewinnt dann wohl. Wartet. Was ist mit der Info? Und Alfred kann hier nicht ganz allein klar Schiff machen. In der Tat, Miss Gordon. Ich habe notiert, was wir brauchen. Ich kann es allein schaffen, aber mit Hilfe ginge es schneller. Verlass dich auf uns, Alfred. Wir helfen alle mit. Setzen wir Bruce' Arbeit fort.